Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Heute soll es mal darum gehen, was ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich mir ein schönes Spawnplatt gekauft, Leute. Und zwar erkläre ich euch erstmal, warum ich das da überhaupt gekauft habe. Und zwar ist ja im Moment, ihr wisst alle, alles steigt zwar in die Höhe, aber alles kann genauso wieder auch sinken durch einen schnellen Duplizierungsbug. Deswegen, und Spawnplots waren eigentlich immer so eine Werteinlage, die kontinuierlich gestiegen ist, Leute. Früher hat man einen Spawnplot in der ersten Reihe für 2 bis 3 Millionen gekommen, weil dann noch nicht diese 5k Money Drops da waren, wobei man da auch noch, ich sag mal, dementsprechend auch noch nicht alle so viel Geld hatten wie jetzt. Natürlich sind jetzt die Preise auch höher gegangen, dadurch, dass diese 5k Money Drops gekommen sind, Leute. Ich habe gehört, angeblich sollen die irgendwie rausgenommen werden oder so. Naja, auch egal, Leute. Ich will jetzt euch erstmal zeigen, wo ich das Spawnplot gekauft habe. Ihr seht schon, ist auch eine gute Gegend, falls man jetzt hier mal wohnen will. Natürlich werde ich mir auch in nächster Zeit versuchen, noch mehr Spawnplots zu kaufen. Ich werde mir jetzt natürlich keins in der ersten Reihe kaufen, Leute. Weil den Gedanken, damit habe ich mich schon längst verabschiedet, dass ich mir da überhaupt mal irgendwann eins leisten kann. Ja, morgen, Leute, ich habe einfach kein Essen mehr. Ja, so, Leute, dann fangen wir mal schnell. Wer hat mal Essen? So, gucken wir, oder? In der Zwischenzeit können wir uns ja mal hier die anderen Plätze angucken. Ihr seht schon, hier ist alles sehr, sehr gut gebaut. Es gibt jetzt kein bestimmtes Spiel, in dem man einen Spawnplot bauen sollte. Meine Nachbarn haben mich darauf angesprochen, die einen Spawnplot hatten, auch sich vor kurzem gekauft, dass sie halt im Nature-Stil bauen. Habe ich gesagt, gut, ja. Ich kann kein Nature-Stil bauen, Leute, wie ihr wisst. Nature, vielleicht noch ein paar Berge und so. Aber generell dieses Hardcore-Nature, wie viele es haben wollen, das kriege ich einfach nicht hin. So, und dann haben meine Nachbarn für mich das GS gebaut von der WSN. Vom WSN-Clan ist ja auch einer der Top-Clan/Top-List. Haben die hier WSN mit 37 Millionen. Also schon ordentlicher Clan, haben auch recht viele Member, muss man sagen. Ich weiß gar nicht. Kommt man auch nur auf persönliche Einladungen. Und so will ich euch jetzt mal das Spawnplot zeigen. Ihr seht schon, hier hat Locotus einen Spawnplot noch. Hier hat noch Pixel Crafter. Denn es gibt hier ein paar Leute, die AFK sind und einfach ihre Spawnplots immer haben. Aber die kann man halt nicht anfordern. Hier hinten, das hier gehört auch noch Locotus, Leute. Mein Spawnplot liegt in der dritten Reihe. Und zwar ist es das da. Wie ihr schon sehen könnt, ist in einer recht guten Gegend. Und auch in diesem Nature Stage gebaut. Das da drüben wurde auch erst vor kurzem gekauft. Das will ich mir vielleicht auch in nächster Zeit holen. Wie ihr schon sehen könnt, sehr, sehr schön bebaut in diesem Nature Stage. Was ich auch persönlich so ein Style feiere, ist ja auch bei PH Märchen weit auf City beziehen dabei. Leute, und nicht wundern, warum Giver Games in letzter Zeit so wenige User sind. Es leckt im Moment immer mal ein bisschen, da kam es so aus, wenn dann haben ein paar Leute die Schnauze voll gehabt, haben sich erstmal ein bisschen von Giver Games verabschiedet. Kennt man ja sicherlich, Leute, wenn da irgendwie ein Problem auftritt mit Giver Games, hat auch mal ein paar Stunden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schätzen, wie viel das Plot gekostet hat, Leute. Ich kann es dann auch nochmal in einem Video oder in einem Livestream sagen. Heute kommt erstmal nur ein Video und ein Livestream wird der nächsten Tage nochmal folgen. Wo wir dann einfach nochmal gucken, ob ich mir denn noch ein Spawnplot gekauft habe oder halt nicht, Leute. Ich warte euch dann darüber auf dem Laufenden. Wie ihr schon sehen könnt, hier hinten gibt es noch ein paar größere Plots. Die sind auch dementsprechend günstiger. So ein Plot, naja, hier hinten vierte Reihe, kostet jetzt nicht so viel. Das kann sich auch ein normaler Spieler leisten. Vierte Reihe ist aber für mich persönlich kein Spawnplot mehr. Bis zur dritten Reihe ist aber noch alles akzeptabel, Leute. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es hier auch einige Spawnplots, die noch frei sind. Was natürlich mein persönlicher Traum wäre, wenn man hier so ein Vierer-Merch hätte und dann hier ab, so direkt am Spawn. Leute, das ist halt schon, ist schon so ein direktes Markenzeichen. Aber dafür muss man auch schon mal ordentlich was auf dem Tisch legen. Zum Beispiel der Dude hier ist schon eine ganze Weile AFK. Weiß ich nicht, was mit dem ist. Der hier hat mir ein Kumpel gesagt, verkauft vielleicht sogar seinen Plot. Muss ich mal sehen, was man da auf den Tisch legt, wie viel die Leute haben wollen. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Infovideo dazu gefallen hat, gerne ein Like, ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Leute.